Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele als Überlebender. Ja, und ich spiele auf zuschauenden Wunsch mit einem lehrbaren Perk von Yunjin, Jake, Feng und Yui. Genau, und habe mich dafür über Hohlspur, Eiserner Wille, Flink und mit allen Mitteln entschieden. Ich dachte mir, das sind ganz gute Perks, ne? Mit Flink, Sprintboost, wenn ich über irgendwas drüber hüpfe. Mit allen Mitteln kann ich Paletten wieder aufstellen, dadurch vielleicht häufiger mit. Ja gut, eigentlich kriege ich dadurch nicht häufiger Flink zum Laufen. Aber egal, es würde mir trotzdem bestimmt helfen. Also eine Wille, ein sehr gutes Stealth-Perk. Könnte gut mit Flink funktionieren. Ne? Man springt über irgendwas drüber, Killer muss erstmal durchsteigen oder drumherum laufen. Man ist leise und kommt vielleicht. Und über Hohlspur dachte ich mir, oh, da lag eine Palette, die ist jetzt weg. Weiß ich, dort hinten wird gerade gejagt. Dort hinten tritt der Killer irgendwelche Sachen. Frechheit, ich wollte sie wieder aufstellen, aber gut. Genau, nee, und über Hohlspur, ne? Ich bekomme Zeichen, wenn Leute am Haken landen und ich glaube, ich bekomme immer 3 Zeichen, wenn jemand am Haken landet und 3 Zeichen entsprechen 3% Generatorenfortschritt, die ich direkt freisetze, wenn ich einen großartigen Skillcheck mache. Also in anderen Worten, je häufiger Leute hängen, desto mehr Fortschritt machen meine großartigen Skillchecks. Beziehungsweise wenn ich dann einen mache, dann werden alle Zeichen dadurch verbraucht, aber es gibt halt dann schon ein Stück weit Fortschritt, ne? Das ist so ein bisschen das Ziel. Also, was heißt das Ziel? Ich will natürlich nicht, dass mein Team irgendwie ganz oft aufgehangen wird, aber jetzt die Palette dorthin auch weg. Die war dorthin gut beim Baum der Würstchen. Aber gut, ne? Dort hinten liegt jetzt Kollege, der hat unsterblich, der Killer. Der muss also irgendwo ein Totem sein. Ich lasse es mal stehen. Aber wenn der mit unsterblich spielt. Was ist es? Eine Fäule, okay. Gut, dafür, dass es eine Fäule ist, hat er echt lang durchgehalten, ne? Wie viele Gens? 2 Gens konnten wir machen. Ordentlich, ja. Ruin und Sterblich, vielleicht Tüftler. Ja, wäre halt so ein klassischer Fäulebild, ne? Okay. Mach da mal, ne? Danke. Was macht die Fäule? Ja, die lässt die Palette dort stehen. Danke, Fäule. Ja, perfekt. Nee, 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 nee. Ich wollte doch nur zurückgehen und die Palette wieder aufstellen. Fäule, lass das doch. Jetzt kriegt sie mich. Oh, ich dachte, wenn ich so eng am Hohlbein langlaufe, kriegt sie mich nicht mehr. Da habe ich mich anscheinend getäuscht. Aber gut, wir konnten immerhin die Rettung machen. Immerhin das, ne? Ich würde die ganze diese verdammte Palette hier wieder aufstellen. Schade, hat nicht geklappt. Okay, was macht die Fäule? Steht kurz einfach nur rum. Leute. Jetzt ist sie anscheinend wieder da. Wer weiß, was da los war. Okay, hat die dort jetzt gerade ein Totem zerstört? War das das leuchtende Totem? Wahrscheinlich nicht, oder? Danke sehr. So, ich habe schon 3 Zeichen für Überholspur bekommen, weil Jonna aufgehangen wurde. Oh nein. Nicht auf mich, bitte. Danke. Das war gerade richtig dumm von mir. Damit habe ich der Fäule zu verstehen gegeben, hey, die Cheryl dort, die hat keinen Entscheidungsschlag mehr, weil sie am Generator gearbeitet hat. Sowas ist extrem. Ist halt eine Einladung, ne? Dem Killer dann zu sagen, hey, die hat keinen Entscheidungsschlag mehr, du kannst auf die gehen, ne? So, der Jonah wurde dort unten erwischt. Immerhin wurde unsterblich jetzt zerstört, aber Ruin müsste halt immer noch aktiv sein. Also, es hatte ja gerade eben gekracht und ich habe noch das Totemzeichen. So. Ich wollte jetzt eigentlich mal einen großartigen Skillcheck treffen. Perfekt, so, direkt. Das gab jetzt direkt 11%. Nee, 11%? Nicht 11%. Das gab jetzt direkt. Müsste 9% Fortschritt gegeben haben, ne? 6 Zeichen hatte ich, plus die 3% standardmäßig, also direkt mit einem Schlag 9%. Fortschritt hier für den Gen. So, wir laufen dort alle rum. Eine Person geht jetzt runter retten. Fäule ist immer noch oben, okay. Das Gute ist halt, oder was heißt das Gute, wenn halt jetzt irgendjemand wieder am Haken landet, bekomme ich halt wieder Zeichen raus. Kann dadurch
nochmal besser reparieren. Ich habe keine Ahnung, was dort unten abgeht. Es wirkt halt so, ja, der John hat zumindest tiefe Wunden bekommen. Okay, dort hinten liegt eine Palette. Ich denke, die Palette wird auch, ja. Der Fäule, oh, hier ist das Ruin. Die Fäule zerstört halt auch immer die Paletten, ne? Frechheit. Aber gut, ich nehme jetzt hier schön das Ruin raus. Ich meine, jetzt, ja, jetzt Ruin, ne? Ja, gut, nee. Eigentlich ist es gut, jetzt Ruin rauszunehmen. Oder überhaupt, dass es raus ist. Gerade wenn man an den letzten Generatoren ist und Ruin noch steht, kann das echt nerven. Aber das Problem ist nur, vielleicht hat die Fäule ja jetzt statt Ruin noch Pop noch mit dabei. So zwei Antigeneratoren-Perks. Geht die Kate runter? Die Kate ist nicht da. Jonna hat immerhin verwandt. Kurz dadurch weiß die Kate, dass ich auch nicht da bin. So, okay. Ich nutze direkt Flink und versuche hier jetzt schön Distanz zu machen. So, dank des eisernen Willens. Naja, ich komme hier nicht so richtig dazu, gut Sichtkontakt abzubrechen. Oh, ich habe irgendwie... Ich habe mich gerade verguckt. Oh, Fäule, hättest du mich da einfach... Die hätten mich einfach schlagen müssen. Dann wäre es das gewesen. So, habe ich dich da auch nochmal erwischt. Ja. Okay. Ich versuche einfach abzuhauen, Distanz zu machen. Oh. Puh. Oh, da ist sie ganz knapp an mir vorbeigeschlittert. Ich wusste halt, dass sie mich dort wahrscheinlich treffen kann. Boah. Ja. Irgendeinen Weg musste ich ja laufen. Die anderen sitzen wahrscheinlich sitzen am letzten Gen. Zieht den durch, Team. Ah. Ich lande dafür immerhin nicht im Keller. Aber die schaffen es nicht. So, ich habe jetzt 6 Zeichen für mein Perk. Also für Überholspur. Oh, die rote Glyphe will ich mir eigentlich schon ganz gerne holen. Na los, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Gib mir, gib mir, gib mir. Danke. So, das Schöne ist halt an mit allen Mitteln. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe. Das wurde ja vor einer Weile mal gepatcht. Aber so oft sieht man das Perk ja trotzdem nicht. Mit allen Mitteln hat ja den Effekt, dass ich alle umgeworfenen Palettenmapper jetzt sehen kann, ne? Um die halt auch besser alle wieder aufzustellen, was mir halt auch nochmal Informationen gibt. Halt ähnlich wie beispielsweise Gelegenheit nutzen, ne? Gibt mir das auch ganz gut Hinweise, was gerade abgeht, wo der Killer ist, was man machen kann. Hätte die mal nicht gekrochen, sondern hätte recovered, ne? Okay, komm schon, komm schon, komm schon. Die Fäule jagt dort hinten gerade die Nancy. Okay, du willst heilen. Gut. Okay, wir müssen uns jetzt so ein bisschen resetten, voll heilen und dann versuchen wir mal zu retten. Der Gen dort hinten ist wahrscheinlich auch gar nicht mehr so weit. Ich weiß auch nicht, wo die letzten Gens alle sind. Das einzige Gute ist, dass ich jetzt dadurch, dass sie hängt, nochmal 3 Zeichen bekomme. Heißt, beim nächsten großartigen Fähigkeitscheck mache ich die 12% Fortschritt. Lauf, lauf, lauf! Die Fäule hat Barbecue. Barbecue hat die mit dabei. Okay. Okay, okay, okay. Die Kate geht hoffentlich retten. Skillcheck, komm schon. Skillcheck, Skillcheck. Skillcheck. Hab keinen Skillcheck bekommen. Ah, Mann. Ich war zu voreilig. Ich dachte, naja gut. Was ich dachte, ist egal. Es war so ein bisschen jetzt, ich hatte halt die Hoffnung, dass ich es irgendwie schaffe, den Gen durchzuziehen, aber dann wurde halt die andere währenddessen gejagt. Einzig Adrenalin hätte uns dann am Ende gerettet.
Aber es kam halt kein Skillcheck, ne? Das ist halt auch wieder so, ja, Überholspurs Nachteil, ne? Man bekommt nur Zeichen, wenn andere hängen. Und ja, dann fehlt halt doch der Skillcheck in dem Moment. Hätte ich einen Skillcheck bekommen, bang, Generator durch, vielleicht hätte die anderen noch Adre gehabt, ne? Direkt alle weg. Wäre ein Träumchen gewesen, aber hätte, Fahrradkette, ne? Eine Person hatte sogar. Oh, die hatte sogar, ne? Das ist die letzte, die gerade hing, ne? Hieran sehe ich, dass die noch in der Runde ist. Die hätte sogar Adrenalin gehabt. Hätte ich einen Skillcheck bekommen. Das wäre zu gut gewesen. Dann hätte sie nämlich Adrenalin gehabt und wäre direkt weggedüst. Oder hätte vielleicht retten können, aber hat halt alles nicht so hingehauen, ne? Aber daran sieht man, wie knapp manchmal alles sein kann mit Überholspur und der gesamten Situation hier. Da hätten wir nochmal gute Chance gehabt. Aber gut, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!